Ja, ich darf Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie gekommen sind. Als Eingangsfrage würde ich ganz gern mal fragen, wer hat denn schon ein bisschen mehr von TISA gehört? 1, 2, 3, 4, immerhin. Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass die meisten davon noch nicht, sondern noch kaum was gehört haben, weil TISA wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. Und das genau ist der Sinn, dass die Leute erst davon erfahren, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Eingangsfrage heißt, TISA gefährlicher als TTIP? TTIP kannten wir ja nach 3 Jahren Diskussion schon relativ gut. Nun hat Trump auf Eis gelegt, aber so wie wir Trump kennen, kann das auch leicht mal wieder aufgetaut werden. Die Einstellung zu TISA von Trump kennen wir noch nicht, aber ich würde mal spekulieren. TISA wird für die amerikanische Dienstleistungsindustrie eher sehr positiv sein, Arbeitsplätze schaffen, sodass ich mal davon ausgehe, dass TISA durch Trump nicht gefährdet ist und dadurch desto gefährlicher für uns. Ganz kurze Einführung, TISA ist ja ein sogenanntes Freihandelsabkommen. Sie wissen sicherlich alle, was bedeutet eigentlich Freihandel? Das ist ein internationaler Handel, der nicht oder zumindest wenig eingeschränkt ist durch Handelshemmnisse. Und die hauptsächlichen Handelshemmnisse sind Zölle oder Importbeschränkungen. Nachdem mittlerweile Zölle schon weitgehend abgesenkt sind, geht es heutzutage weniger um Zölle, sondern insbesondere um die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. So, ein Wortungetüm, was bedeutet das? Tariff auf Englisch heißt Zoll, also nicht-tarifäre Handelshemmnisse sind alle Handelshemmnisse, die nicht direkt mit Zoll oder mit Importbeschränkungen zu tun haben. Wir kennen das so vom Handel mit Japan, mittlerweile von China. Man schränkt den Handel nicht offiziell ein, sondern man baut Barrieren ein. Beispielsweise aus Japan kenne ich das, weil ich damit jahrelang zu tun hatte. Man kriegt seine Güter monatelang nicht aus dem Zollhafen, weil man nicht wusste, welche Formulare man ausfüllen musste. Und wenn man das dann weiß, stellt man fest, die muss man also auf Japanisch, sprich in chinesischen Schriftzeichen ausfüllen, dann braucht man wieder Übersetzer und, und. Dann hat man leicht mal ein halbes Jahr verloren oder die Produkte sind vielleicht schon irgendwo verrottet. Das sind eigentlich nicht tarifäre Handelshemmnisse. Wir kommen nachher im Detail noch drauf, was heutzutage darunter verstanden wird. Denn Freihandel hat im Wesentlichen USA vorangetrieben. Das ist ganz interessant, das zu wissen, wenn man heute die Politik von Trump sieht. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg hat Amerika das Ganze vorangetrieben durch die sogenannten GATT-Verträge. Die Älteren von Ihnen werden sich daran noch erinnern. GATT gleich General Agreement on Tariffs and Trade. Die wurden dann später übergeführt in die sogenannten WTO-Verträge, also WTO, World Trade Organization. Hier sehen Sie den wunderbaren Sitz in Genf der WTO. Die ist 1995 gegründet worden und umfasst mittlerweile 160 Staaten der Welt, also fast alle, ne? Und die Grundlage sind die überarbeiteten GATT-Verträge, die seitdem WTO-Verträge heißen. Das Ziel der WTO ist weiterhin Liberalisierung des internationalen Handels durch Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen. Und es gibt bei der WTO eben auch eine sogenannte Streitschlichtungsstelle, die über Handelsfragen entscheidet. Dort können aber nicht, wie wir es bei TTIP kennengelernt haben, Unternehmen gegen Staaten klagen, sondern ein WTO-Staat gegen den anderen klagen. Darauf komme ich nachher auch nochmal zurück. Der globale Handel funktioniert also heute voll nach WTO-Regeln. Das einzige Problem, das die WTO hat, ist, dass der
Einigungsprozess für weitergehende Dinge in der WTO jetzt seit über 10 Jahren stagniert, weil sich Entwicklungs- und Industrieländer mittlerweile nicht mehr auf eine gemeinsame Agenda einigen können. Die Entwicklungsländer haben im Wesentlichen den Eindruck, dass sie von den Industrieländern über den Tisch gezogen werden. Und wenn man mal der Sache genauer nachgeht, stellt man fest, der Eindruck der Entwicklungsländer täuscht nicht. Es geht bei allen diesen Freihandelsthemen mittlerweile um eine extrem neoliberale Agenda, und das wollen die Entwicklungsländer nicht mehr akzeptieren. Ich komme dann auf diese Agenda auch noch zu sprechen. Das ist quasi die neue Geburtsstunde von bilateralen, das heißt zweiseitigen Freihandelsabkommen. Manche davon, wie TISA, sind dann auch multilateral, wenn mehrere Staaten daran beteiligt sind. Und mit solchen bilateralen Freihandelsabkommen versuchen nun die führenden Industrieländer und im Wesentlichen die transnationalen Konzerne, die hinter ihnen stehen, ihre Interessen durch ein wirklich weltumspannendes Netz von Freihandelsabkommen durchzusetzen. Und was steht da auf der Agenda? Zölle runter, Märkte öffnen, möglichst zu 100%, überall Marktzugang für internationale Konzerne, eine Hyper-Deregulierungs- und Privatisierungsagenda und eine sogenannte Harmonisierung von Standards, Standards für Verbraucherschutz, für Umweltschutz, für Arbeitsschutz und so weiter. Die soll möglichst weltweit harmonisiert werden, damit die internationalen Konzerne überall die gleichen Bedingungen vorfinden. Sie kennen sicherlich die größten 3 Freihandelsabkommen, die die EU-Kommission derzeit verhandelt. Die EU-Kommission hat seit 2009 das Mandat für internationalen Handel. Also früher hat ja Deutschland selber solche Verträge verhandelt. Seit 2009 haben alle EU-Staaten dieses Mandat abgegeben an die EU-Kommission. Und die verhandelt quasi 3 große Freihandelsabkommen parallel. CETA ist gerade fertig, ist mit zwischen Europa und Kanada, Sie haben das ja mitgekriegt in der Zeitung, ist gerade die letzten Monate beschlossen worden vom EU-Ministerrat und vom EU-Parlament am 15. dieses Monats, also gerade mal vor 4 Tagen. TTIP, das Abkommen zwischen Europa und USA, liegt derzeit, wie gesagt, auf Eis, weil Trump ein anderes Abkommen insbesondere nicht haben wollte, das sogenannte Transpazifische Partnership-Abkommen, das vorwiegend mit asiatischen Ländern geht. Und da war die Angst in den USA, dass da Arbeitsplätze verloren gehen könnten Richtung Asien. Und weil das so ähnlich klingt, TTIP und TPP, hat er das TTIP gleich mit abgeräumt. Das dritte, um was es heute geht, ist also das TISA-Abkommen. Das ist im Gegensatz zu den beiden anderen plurilateral, das heißt, da sind mehrere Staaten dran beteiligt, bezieht sich auch nicht auf Produkte, wie jetzt TTIP und CETA beispielsweise, sondern nur in Anführungszeichen auf Dienstleistungen. Auch darauf gehe ich dann noch näher ein, um welche Dienstleistungen es geht. Alle 3 sind sogenannte neue, moderne Typen von Handelsabkommen, die weit über Zoll- und Handelsfragen hinausgehen. Man soll sie also nicht täuschen. Man denkt immer, TTIP, CETA, TISA, das sind irgendwelche Handelsverträge. Was geht uns das schon an? Lassen Sie sich nicht täuschen. Diese neuen Typen von Handelsabkommen sind völkerrechtlich bindende Verträge. Und sie haben mittlerweile am wenigsten mit Handel zu tun, sondern eigentlich mit demokratisch errungenen Standards. Darauf will ich ja noch ausführlich eingehen.
weil die Zölle sind schon weitgehend gesenkt. Also geht es mehr um die Harmonisierung von Standards, um Einschränkung der Regulierungsmöglichkeiten von Staaten und um Klagerechte gegen neue Regulierungsmöglichkeiten der Staaten. Und diese Abkommen, da zitiere ich den Professor Horn, sind übergriffig. Übergriffig heißt, sie gehen weit über Handelsfragen hinaus, rein in die normalen demokratischen Veranstaltungen. Und das werden wir heute noch intensiv kennenlernen. TISA, damit Sie den Namen zumindest mal kennenlernen, heißt Trade in Services Agreement, also Handel mit Dienstleistungen. Es ist mit Abstand das größte Freihandelsabkommen, das derzeit weltweit verhandelt wird. Neben der EU mit ihren 28 Staaten sind da noch weitere 22 Staaten beteiligt. Wiederum USA, Australien, Chile, Kanada, Costa Rica, Hongkong, Israel, Japan, Pakistan, Panama und so weiter und so weiter. In Europa auch noch die Schweiz und Norwegen. Nicht, und zwar muss man sagen, absichtlich nicht, die sogenannten BRICS-Länder, also die großen Schwellenländer wie China, Russland, Indien, Brasilien, Südafrika, die werden von USA immer absichtlich außen vor gehalten. Man will erstmal die Dinge fertig kriegen, bevor China einsteigt. Und die Betreiber von TISA nennen sich witzigerweise die wahren Freunde der Dienstleistung. Wir kommen darauf noch zurück, was diese wahren Freunde der Dienstleistung wirklich im Schilde führen. Und das ist insoweit eine richtig große Veranstaltung. 70% der weltweiten Dienstleistungen kommen aus diesen 50 Ländern. Also Sie erinnern sich bei TTIP, da ging es um 47% des weltweiten BIPs, hier geht es um 70% des weltweiten BIPs. TISA wird schon verhandelt seit März 2013 und obwohl es kaum geht, ist es noch geheimer als TTIP und CETA. Beispiel, also die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt, das kennen wir ja auch schon von CETA und TTIP. Bei TISA dürfen die Verhandlungspositionen der Länder sogar bis 5 Jahre nach Abschluss nicht veröffentlicht werden. So weit geht es. Angestrebt ist eine überaus ambitionierte Liberalisierung. Und wenn man alles zusammennimmt, kann TISA im Vergleich zum bekannteren TTIP noch durchschlagender, noch gefährlicher werden. Es betrifft zwar nur in Anführungszeichen Dienstleistungen, aber wir sind ja mittlerweile eine Dienstleistungsgesellschaft. Über 70% des deutschen und des europäischen Bruttoinlandsproduktes sind Dienstleistungen mittlerweile. Wie gesagt, Verhandlung streng geheim, keine Veröffentlichung des Verhandlungsstandes, keine Leseräume, wie sie bei TTIP ja dann mal durch die Demonstrierer erstritten worden sind, nicht etwa durch die Politiker, sondern eigentlich durch die Leute, die auf die Straße gegangen sind. Nach 2 Jahren ist wenigstens auf Druck der Öffentlichkeit das Verhandlungsmandat veröffentlicht worden, das heißt also quasi der Verhandlungsauftrag der 28 europäischen Staaten. Das sind noch nicht mal 4 Seiten und ist so vage gehalten, dass die EU-Kommission alles verhandeln kann. Es gibt auch Kurzberichte zu den Verhandlungsrunden, die die EU-Kommission rausgibt. Die sind noch vager und noch nichtssagender. Aber zum Glück gibt es umfangreiche Leaks, im Wesentlichen von WikiLeaks, vom Mai, September, Oktober und November des letzten Jahres. Und die machen immerhin weite Teile des Verhandlungsstandes öffentlich. Darauf beziehe ich mich auch im Folgenden.
Und diese Leaks zeigen, dass die TISA-Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten sind. Wir haben schon 21 Verhandlungsrunden hinter uns und haben praktisch noch nichts erfahren. Muss man sich vorstellen. Und die letzte Verhandlungsrunde war die mit den sogenannten Schlussangeboten der Länder. Worum es dabei geht, auch darauf komme ich dann nochmal zu sprechen. Jedenfalls sieht man aus den Leaks, an den eckigen Klammern kann man das erkennen, die nur noch relativ wenig vorhanden sind im Text, dass es nur noch wenige Kapitel und Teilkapitel sind, über die noch keine prinzipielle Einigung erzielt worden ist. Also, wenn das gut weiterläuft und Trump nicht doch noch in letzter Minute stoppt, könnte TISA schon im nächsten halben Jahr fertig verhandelt sein. Das heißt, wenn wir je protestieren wollten, bleibt wenig Zeit. Bei TTIP hat man ja immerhin 3 Jahre gehabt, ne? Da hat sich ja auch viel bewegt. Bei TISA wird es also zeitlich sehr eng werden, ähnlich wie bei CETA. Es gibt einen Vorläufer für TISA, nämlich GATS. Im Rahmen der WTO-Verträge hat man sich ja auch die Dienstleistungen vorgenommen. In einem Teilvertrag, der sich GATS nennt, General Agreement on Trade in Services. Und der regelt bislang den Handel mit Dienstleistungen im Rahmen der WTO. Man hatte Gespräche geführt vor über 10 Jahren zu einer Weiterentwicklung von GATS und zwar ziemlich in der Richtung, wie man heute TISA betreibt. Es gab weltweite Proteste. Die wesentlichen Entwicklungsländer haben gesagt, da wollen wir nicht mitmachen. Und vor diesem Hintergrund lagert man die Verhandlungen jetzt eben aus in ein Freihandelsabkommen. Und dort hat man geheime Verhandlungen in der WTO, da wurde natürlich immer drüber gesprochen. Jetzt bei den TISA-Verhandlungen, keiner kriegt was mit. Und es gibt auch nicht mehr wie bei GATS Ausnahmeregelungen für Entwicklungsländer, die denen noch ein bisschen mehr Luft lassen. Jetzt wird alles, wie man so schön sagt, gleichberechtigt verhandelt. Entwicklungsländer sind aber kaum dabei bei den Verhandlungsnationen. Und die Taktik, die man anstrebt, ist dann, wenn man fertig verhandelt hat und noch ein paar weitere Länder einlädt, doch bei TISA mitzumachen, dass TISA dann reimplementiert wird in die WTO. Und dann gelte es quasi für alle 160 Nationen. Damit umgeht man das Einstimmigkeitsprinzip innerhalb der WTO, an der ja GATS, die Erweiterung von GATS, gescheitert ist. So, nun endlich die Frage, um welche Dienstleistung geht es denn eigentlich? Kurz gesagt, um alle. Um Banken, Versicherung, Handel, Transport, Beratungsdienstleistung, Telekom, Internetdienstleistung, Datenhandel, aber, und darauf komme ich auch noch ausführlich zu sprechen, auch um die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge. Also um die Themen Wasser, Stadtwerke, öffentlicher Nahverkehr, Bahn, Schulen, Volkshochschulen, Universitäten, Gesundheit, Rente und so weiter. Alles, was uns lieb und teuer ist, ist bei TISA mit drin. Wenn man versucht, bei den Leaks das Ganze mal durchzuschauen, stellt man fest, es ist unglaublich unübersichtlich. Man hat einen Hauptvertrag, dann hat man sektorspezifische Anhänge, also für Banken, für Versicherungen, für Transportgewerbe und so weiter. Und dann hat man institutionelle Regelungen, auf die ich später auch noch zu sprechen komme. Und dann gibt es auch noch, weil ja so viele Länder mitmachen, länderspezifische Marktzugangsangebote bzw. Ausnahmen vom Marktzugang.
Das heißt, wenn man irgendwo anfängt zu lesen, man weiß eigentlich nie, ob nicht woanders noch was viel Wichtigeres zu dem Thema steht, weil es alles so zersplittert ist. Ne? Der letzte Leak vom Oktober 16 zeigt zum Beispiel Forderungen der EU zu den einzelnen Länderausnahmen. Und ich kann Ihnen sagen, da geht es zu wie im Kuhhandel. Also gibst du mir noch diese Dienstleistung oder lässt du da die Marktöffnung zu, dann kann ich dir dieses und jenes bieten. So gehen da die Verhandlungen. Völlig klar ist, Sie erinnern sich, CETA-Vertrag hat 2000 Seiten. Beim TISA-Vertrag wird es mit Sicherheit bei der Struktur, bei den vielen Ländern, die da mitmachen, deutlich mehr als 2000 Seiten werden. Und das heißt, dieser Vertrag, auch wenn er mal veröffentlicht sein wird, ist von niemandem mehr durchschaubar. Auch nicht von unseren Abgeordneten, die das dann irgendwann mal zu entscheiden haben. Was sind die Ziele und Instrumente von CETA? Ziel, ganz klar, ist die Öffnung der Dienstleistungsmärkte für transnationale Dienstleistungskonzerne. Wenn Sie dieses Ziel im Hinterkopf haben, können Sie alles Weitere relativ leicht verstehen. Und TISA geht dabei weit über die bisherigen GATS-Regeln hinaus, wegen denen es vor 10 Jahren die großen Proteste gegeben hat. Und es ist vorwiegend eben an den Interessen von transnationalen Dienstleistungskonzernen orientiert, nicht etwa an den Interessen von uns, von Bürgern, von Kommunen oder von Ländern. Das oberste Ziel, muss man wissen, ist Umsatz- und Profitwachstum. Und dazu braucht man ganz dringend eine Beschränkung der Staaten bei ihrem Recht zu regulieren. Auch das wird man noch näher kennenlernen. Die Instrumente von TISA sind leichter Marktzugang für ausländische Unternehmen. Die bekommen einen sogenannten Inländerstatus, dürfen also ja nicht benachteiligt werden im Vergleich zu inländischen Unternehmen. Sie haben Anspruch auf Nichtdiskriminierung, also dürfen nicht schlechter behandelt werden als irgendein anderer. Sie haben Anspruch auf sogenannte Fair und Equitable Treatment, ein Gummiparagraf. Und das Ganze gibt dann eine hohe Klagegefahr, wenn Staaten in diese Richtung dann doch noch regulieren. Das Ziel ist ein verstärkter Wettbewerb im Dienstleistungsbereich und beabsichtigt ist eben ein Trend zur Privatisierung. So, wie wird uns das Ganze nun verkauft? Auch das kennen wir schon von CETA und von TTIP. Wenn man die EU-Kommission fragt, auf ihrer Website können Sie also nachschauen unter TISA. Why is TISA important for the EU? Warum ist es so wichtig für uns? Because it will help secure growth and jobs. Also man verspricht uns wieder Wachstum und Arbeitsplätze. Kennen wir schon von TTIP und CETA, hat da schon nicht gestimmt. Da gibt es nun eine Studie von Ecoris, die ist relativ neu, in Auftrag der EU, Januar 2017 veröffentlicht. Und da wundert man sich schon, wie die EU zu ihren Aussagen kommt. Das prognostizierte Wachstum, also Wachstum der gesamten Wirtschaft gemessen am BIP, für die EU macht gerade mal 0,1% aus. Und zwar nicht dann im nächsten Jahr schon irgendwo, sondern aufsummiert bis zum Jahr 2025. Also wenn Sie das durchdividieren pro Jahr, kommen Sie auf 0, noch irgendwas Promille. Das ist nichts, das ist Schall und Rauch. Auch sagt man uns, die Preise werden dadurch fallen, jedenfalls das Ecoris-Gutachten kommt zum Ergebnis, auf die Preise wirkt sich das 0, nichts aus. Man muss sich wirklich die Frage stellen, warum machen es dann eigentlich unsere Politiker? Und die einzige Erklärung, auf die man kommt, ist, es gibt eben Vorteile für internationale Dienstleistungskonzerne.
Warum sich darum aber Politiker kümmern müssen, das ist die Frage, die bleibt. Ne? Wer sind die Treiber hinter TISA? Das sind internationale Dienstleistungslobbys, wie beispielsweise die Global Service Coalition, die US Coalition of Service Industries, das European Services Forum und Business Europe. Das sind alle, die Interessen haben, in TISA zusammengefasst. Die amerikanische TISA-Lobby hat sich im Juni letzten Jahres, also schon während des Wahlkampfs von Trump, offiziell als Lobbyorganisation für TISA in Stellung gebracht, nennt sich Team TISA. Ne? Und wenn Sie dann mal nachgucken, wer ist da alles beteiligt, ja, dann sehen Sie eben, das ist die Crème de la Crème, JP Morgan, Citigroup, Visa vom Bankenbereich, Google, Microsoft vom Netzbereich, eBay, IBM, Intel, AT&T, Prudential, Versicherungsunternehmen, Deloitte, Beratungsunternehmen, UPS, Kenzie, Walmart, FedEx und so weiter. Alle die wollen in USA TISA vorantreiben und ich bin ziemlich sicher, dass die auch das Ohr von Herrn Trump haben werden. So, die Vorteile kennen wir jetzt. Dramatisches Wachstum von 0,1%. Was sind die möglichen Gefahren? Ich sage ehrlicherweise noch mögliche Gefahren, weil der offizielle Vertrag liegt ja noch nicht auf dem Tisch. Aber die Leaks kennt man ja schon weitgehend. Das große Problem oder eins der großen Probleme ist die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge, weil dort wird gefordert, Marktzugang und möglichst Privatisierung für transnationale Konzerne zu allen Bereichen der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur, wie Wasser, Stadtwerke, Nahverkehr, Bahn und so weiter, die ich vorher schon mal gesagt. Die EU-Kommission wiegelt ab. Sie behauptet, die Dienstleistung, die öffentliche Dienstleistung sei ausgenommen. Wenn Sie dann auch mal in die Leaks reinschauen, dann stellen Sie fest, da steht durchaus eine Ausnahme drin, die gilt aber nur für Dienstleistungen in Ausübung hoheitlicher Gewalt, also beispielsweise, ich sage mal, Polizei oder Ausstellung von Pässen und so weiter. Das wäre jetzt Dienstleistung in Ausübung hoheitlicher Gewalt. Oder diese Dienstleistungen dürfen weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit Privaten stehen. Und wenn Sie das jetzt mal durchdeklinieren, stellen Sie fest, es gibt öffentliche Schulen und private Schulen. Das heißt, die stehen im Wettbewerb mit privaten, die öffentlichen Schulen. Bei Unis genauso, bei Krankenhäusern ohnehin. Krankenversicherung, Stadtwerke, Wasser. Überall gibt es natürlich teilweise kommerzielle Zwecke. Auch ein Stadtwerk will ja was verdienen und man steht immer im Wettbewerb mit Privaten. Und das gilt auch für öffentliche Dienstleistungen, die von gemeinnützigen Trägern, wie beispielsweise das Rote Kreuz und so weiter, ausgeübt werden. Alle diese Dinge stehen dann quasi im Wettbewerb mit Privaten und dann gelten diese Ausnahmen nicht. Aber die EU-Kommission und das Wirtschaftsministerium behaupten auf ihren Webseiten, das sei alles ausgenommen, wir könnten ganz ruhig sein. Das geht noch weiter mit der Abwiegelei. Man sagt, öffentliche Unternehmen können weiterhin existieren, die sind nicht verboten. Im Text findet man aber die Bedingung, sie müssen sich kommerziell verhalten. Dürfen also nur machen, was sich rentiert. Und meine Damen und Herren, wozu brauchen wir öffentliche Unternehmen, wenn die nur nach Profit geführt werden? Man sagt auch, es gäbe überhaupt keine Vorschrift zur Privatisierung. Wir könnten ganz ruhig sein. Aber dies wird sich exakt durch den intendierten verstärkten Wettbewerb mit Privaten und durch die nachfolgenden rein kommerziellen TISA-Regeln ganz automatisch ergeben.
Und wenn ich dann die Kommunen finanziell noch knapp halte, dann werden die schon selber da drauf kommen, dass man einen Teil der öffentlichen Dienstleistung ja privatisieren könnte. Das kennen wir ja schon. Ne? Also es geht nach dem Prinzip, alles muss raus. Nach diesem Motto soll nach dem Willen der wahren Freunde der Dienstleistung lukrative Teile der Daseinsvorsorge verscherbelt werden. Also Investmentfonds übernehmen dann die Autobahnen, das haben wir ja gerade in Deutschland schon im Vorfeld von TISA, oder die Stromnetze. Internationale Krankenhauskonzerne übernehmen dann die bisher öffentlichen Krankenhäuser. Veolia, der größte Wasserversorger aus Frankreich, übernimmt dann die städtischen Wasserversorger. Private Energiekonzerne, die Stadtwerke und Privatschulen und Privatunis verdrängen die öffentlichen Schulen und Unis. Und zu allem Überfluss übernimmt dann noch McDonald's vielleicht die Schulkantine. So könnte das Szenario aussehen. Weil, das ist ja klar, das wissen wir doch aus der Presse, Private machen alles besser und günstiger. Oder? Allerdings stellen wir dann häufig fest, aber immer erst nachdem es privatisiert worden ist, im Energiebereich sind die Preise deutlich angestiegen mit der Privatisierung, und zwar schon längst vor der Energiewende. Im Wasserbereich, dort wo es privatisiert worden ist, sind die Preise gestiegen, die Qualität wurde aber kontinuierlich schlechter. Bei den Stadtwerken gibt es Statistiken in Deutschland, Private haben meist höhere Preise. Bei der Bahn, die Deutsche ist ja noch nicht privatisiert, ist ja vorher glücklicherweise vielleicht stecken geblieben, aber in Großbritannien haben wir die Beispiele. Margaret Thatcher hat ja die Bahn privatisiert. Die privaten Betreiber haben über Jahre hinweg die Schienen verrotten lassen, bis der Staat die Bahn wieder zurückkaufen musste, um sie zu sanieren. Übrigens, private Wasserversorgung in UK, das gleiche Drama. Bei der Rente haben wir es mitgekriegt, durch Riester-Rente, private Zusatzrente ist deutlich unsicherer als die öffentliche. Und bei der Bildung, klar, es gibt wirklich private Schulen, Hochschulen, die sind teilweise deutlich besser als die öffentlichen, weniger in Deutschland, aber vor allem in den USA, aber sie sind dann halt nur noch für Kinder Gutverdienender bezahlbar. Viele Kommunen oder Länder holten daher einige Dienstleistungen wieder zurück. Zum Beispiel die Bahn in UK, wie gerade erzählt, Wasserversorger in Berlin und im Ausland, Stadtwerke und Stromleitungen in Deutschland. Das gefällt jetzt aber den privaten Dienstleistungskonzernen überhaupt nicht. Und dem will man jetzt mit TISA vorbauen, mit einer sogenannten Ratchet-Klausel. Ratchet, die Techniker unter Ihnen kennen das, das ist eine Rückschlagsperre bei Zahnantrieben, bei Zahnradantrieben. Und dahinter verbirgt sich die Regelung, die also in TISA drin steht, was mal privat war, darf nie mehr öffentlich werden. Das sehen Sie jetzt schon, was der Begriff übergriffig bedeutet. Na? Man schränkt demokratische Rechte ein, wenn sie das Profitinteresse von internationalen Konzernen behindern. Und man sollte sich gut überlegen, wenn man öffentliche Dienstleistungen in die Hand von Privaten gibt. Transnationale Dienstleistungskonzerne haben keinerlei Langfristbeziehung zu den Kunden, sind daran auch nicht interessiert und meistens transferieren sie ihre Gewinne auch noch ins Ausland. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu öffentlichen Unternehmen. Die gehören uns. Die müssen für uns tätig werden. Und wenn sie mal schlecht tätig werden, kann man sich beschweren. Kann man politisch was dagegen tun, kann man künftig mit TISA nicht mehr. Das Objekt der Begierde sind auch die ganzen öffentlichen Aufträge. Die machen immerhin so 20-30% vom BIP aus. Das ist viel, was Kommunen und Länder so vergeben. Da wollen jetzt eben internationale Konzerne überall rein. In allen 50 Ländern wollen die Zugang haben
zu der öffentlichen Auftragsvergabe und wollen gleichgestellt sein mit öffentlichen Anbietern, mit regionalen Auftragnehmern. Man braucht dazu natürlich weltweite Ausschreibung. Das ist ein Mordshorror an Bürokratie für Kommunen, aber wir verdrängen damit natürlich auch schrittweise öffentliche Unternehmen und wir untergraben regionale Wirtschaftskreisläufe. Und mit dazu gehört dann auch noch die Aushöhlung öffentlicher Gehalts- und Rentensysteme. In meinen Augen widerspricht TISA sowohl unserem Grundgesetz als auch der Gemeindeordnung. Im Grundgesetz, Artikel 28, steht drin, Gemeinden haben das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln, eben auch öffentliche Dienstleistungen. Und in der Gemeindeordnung steht, Kommunen sorgen für das Wohl ihrer Bürger durch gewählte Organe und öffentliche Einrichtungen. Nicht private Konzerne, wie das beispielsweise in den USA eben üblich ist. Und wichtig für uns alle ist, die Daseinsvorsorge ist wesentlich für den Grundbestand und den Zusammenhang einer Gesellschaft. Und die sollte, muss unter öffentlicher Gestaltungshoheit bleiben und für alle zugänglich sein und darf nicht vorwiegend nach Profitinteressen erfolgen. Gefahr Nummer zwei, die Kultur. Ausgenommen bei TISA ist wiederum nur, wie schon bei CETA, der audiovisuelle Bereich, also Fernsehen und Film. Aber bedroht sind Theater, Opern und so weiter, weil Subventionen mit TISA unter die Räder kommen könnten. Bedroht ist auch wiederum mal die Buchpreisbindung. Amazon wird sich freuen und wartet schon, weil dann natürlich Bucheinkäufer mit einer hohen Marktmacht günstigere Preise erzielen können, günstigere Einkaufskosten, die sie dann in Form von günstigeren Preisen weitergeben. Und das würde zu einem Sterben unserer Buchläden führen und der Verlage. Sie haben noch im Hinterkopf, TISA soll ja zusätzliche Arbeitsplätze bringen. Hier werden Arbeitsplätze vernichtet werden. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele dafür. Und irgendwann sollten wir unseren Politikern in Deutschland und in der EU mal beibringen, dass Kultur keine Ware ist. Gefahrenpunkt Nummer 3, Arbeitnehmerrechte und Arbeitsplätze. Transnationale Dienstleistungen sollen nach TISA ihr Personal ungehindert, wenn auch zeitlich befristet, in ausländische Niederlassungen transferieren können. Und zwar, man höre und staune, zu den Konditionen und Arbeitsbedingungen des Herkunftslandes. Damit wird es natürlich ein Unterlaufen örtlicher Arbeits- und Mitbestimmungsrechte geben. Und es wird einen Druck auf die Löhne geben. Und man fördert mit TISA Wanderarbeiter ohne rechtlichen Schutz. Das sind schon korrupte Leute, die da verhandeln. Tja. Und TISA wird auch an der Stelle zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen, und zwar einem ganz erheblichen Verlust. Wenn ausländische Dienstleister mit Wanderarbeitern, mit einheimischen Arbeitnehmern konkurrieren, mit oft niedrigeren Löhnen und Arbeitsstandards, das können ja irgendwelche Leute aus asiatischen Ländern sein, ne? Die kommen dann mit ihren niedrigen Löhnen, mit ihren niedrigen Arbeitsstandards zu uns und werden heimische Arbeitsplätze verdrängen, weil sonst müssten diese Unternehmen ja deutsche Arbeitnehmer einstellen zu deutschen Konditionen. Und wenn Sie jetzt sich noch vorstellen, dass man neue Geschäftsmodelle wie Amazon, eBay, Uber und wie die alle heißen, kombiniert mit billigen Wanderarbeitern, dann würde das den Arbeitsplatzverlust noch deutlich erhöhen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber hier oben wird es warm. Das liegt am Thema. Liegt am Thema, ja.
Da kann es dann wirklich heiß und kalt werden. So. Gefahrenpunkt Nummer 4, Schutz persönlicher Daten. Nationale Schutzbestimmung für persönliche Daten bei Bank, bei Internetdiensten, beim Flugverkehr und so weiter sollen eingeschränkt werden. Weltweit gleich. Harmonisierung. Ne? Und der freie Transfer von Daten in andere TISA-Länder soll gewährt werden. Insbesondere natürlich dorthin werden die Daten fließen, wo die Vorschriften schon laxer sind. NSA lässt grüßen. Begründung wieder mal, weil sonst der internationale Handel mit Dienstleistungen erschwert würde. Also Datenschutz wird jetzt umdefiniert in nicht tarifäre Handelshemmnisse. Da merken Sie die Infamie von diesem Begriff. Ne? Also möglichst niedriger internationaler Schutzstandard. Und man müsste eigentlich der EU-Kommission zurufen, habt ihr vergessen, dass ihr das Safe Harbor Abkommen mit den USA kündigen musstet durch den EuGH, wurde das vorgegeben, weil der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, der Meinung war, der begründeten Meinung, dass die Daten in Amerika unsicherer sind als bei uns. Jetzt kommt das Gleiche wieder durch die Hintertüren. Gefahrenpunkt Nummer 5, der Finanzsektor. Der ist sehr ausführlich dargestellt in den geleakten Papieren. In GATS war der Finanzsektor überhaupt nicht enthalten, weil man damals noch den Finanzbereich stärker regulieren wollte, aus guten Gründen. Sie wissen ja alle, im Vorfeld der Finanzkrise hat man die Deregulierung des Finanzsektors durchgesetzt. Das war die eindeutige Ursache der Finanzkrise. Das interessiert aber die TISA-Befürworter überhaupt nicht und die Finanzlobby nimmt, wie man den Papieren entnehmen kann, ganz erheblichen Einfluss auf die Verhandlungen. Und das oberste Ziel, man glaubt es gar nicht, soll wie vor der Finanzkrise die Deregulierung des Finanzsektors sein. Re-Regulierung nach der Finanzkrise. Wir haben ja ein bisschen was gemacht, sowohl in den USA als auch in Europa, soll abgeschwächt oder zurückgenommen werden. Sie kriegen ja gerade mit, Herr Trump macht jetzt im Moment das Gleiche, ne, in den USA. Also er wird nicht gegen TISA sein, in meinen Augen. Ne. Und künftige Regulierungen des Finanzsektors sollen extrem erschwert werden. Man lernt nichts aus der Geschichte, auch wenn sie erst mal gerade mal 10 Jahre zurückliegt. Weitere brisante Details zum Finanzsektor. Die Einschränkung des Handels mit riskanten Papieren, mit den sogenannten Derivaten, soll aufgehoben werden. Genau die haben ja zur Finanzkrise geführt. Die Trennung von Bankgeschäften nach der sogenannten Volcker Rule in den USA soll wieder rückgängig gemacht werden, also die Trennung zwischen Geschäftsbanken, ich sage mal Sparkassentyp, und Investmentbanken. Kapitalverkehrskontrollen, die ohnehin nur in Krisenfällen zulässig sind, sollen erschwert werden. Und das Schließen von Steueroasen, was derzeit ja ein hohes Ziel wäre, könnte künftig erschwert werden. Und der Datenschutz, das haben wir schon gehört, im Bankenbereich soll grundlegend durchlöchert werden. Drastische Deregulierungen sind auch im Versicherungsbereich vorgesehen. Zugang privater Versicherer und ihrer Dienstleistungen in allen TISA-Ländern zu allen Bereichen, also auch den öffentlichen Versicherungsbereichen, Rentenversicherung und so weiter. Ne? Und die Zulassung neuer Versicherungsprodukte soll drastisch beschleunigt werden. Und überhaupt sollen dann neue Versicherungsprodukte überall automatisch zugelassen werden, wenn sie nicht innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne abgelehnt werden. Ist doch unglaublich. Also man nimmt den staatlichen Regulierungsbehörden die Möglichkeit zu einer gründlichen Prüfung im Versicherungsbereich. Gefahren drohen auch im Umweltbereich.
gefordert wird, laut den aktuellen Leaks, zum Beispiel eine sogenannte Technologieneutralität im Umweltbereich, die die Staaten, und zwar alle 50, bei ihrer Umweltpolitik künftig einhalten müssen. Also Technologieneutralität heißt, nuklear wird gleich erneuerbar gesetzt, weil beide produzieren kein CO2. So einfach ist es. Ne? Fracking, Sie kennen das ja mittlerweile, ne? Wo mit hohem Druck, mit viel Wasser und mit Chemikalien Öl und Gas noch aus den Feldern geholt wird. Fracking wird gleichgesetzt mit der konventionellen Öl- und Gasförderung, wo Sie das eben nicht dabei haben. Alleine mit solchen Umdefinitionen kann man also schon viel bewegen. Und die nationale Energiepolitik darf laut TISA den internationalen Wettbewerb nicht behindern. Ne? Also TISA wird mit Sicherheit Maßnahmen zum Klimaschutz untergraben, die jetzt ja gerade nach Paris so wichtig wären. Gefahrenpunkt Nummer 8. Anders als bei CETA und bei TTIP sind in TISA keine Konzernklagen vorgesehen, also Klagen von Konzernen gegen Staaten. Aber TISA soll ja den WTO-Regeln unterliegen, das heißt, die Konzerne müssen sich an ihre Länder wenden und diese Länder können dann nach WTO-Regeln zu der WTO-Schiedsstelle gehen und vor der klagen für ihre Unternehmen. Und die Klagemöglichkeiten, die Klagegründe werden durch TISA noch gewaltig erhöht. Man kann klagen wegen Behinderung des Marktzugangs, wegen Benachteiligung gegen Inlandsunternehmen, wegen Verstoß gegen Fair and Equitable Treatment, wegen Bevorzugung der regionalen Wirtschaft, wegen Anwendung des Vorsorgeprinzips, das uns sehr lieb und teuer ist, und wegen Nichtanwendung der Meistbegünstigungsklausel. Auf die komme ich auch gleich noch zurück. Wenn man den Leak von Oktober 16 genau durchliest, dort wird auch die Befürchtung ausgesprochen, die ich jetzt als Nichtjurist nicht so ganz nachvollziehe, das heißt nachvollziehen kann ich sie, aber ich kann es nicht abschließend beurteilen. Dort wird für möglich gehalten, dass ein Investor den Bruch von TISA-Regeln über die Meistbegünstigungsklausel dann vor den Schiedsgerichten von CETA verklagen könne. Ob das möglich ist, weiß ich nicht, aber immerhin, die Gefahr besteht. Ne? Gefahr Nummer 9, und das ist eine ganz allgemeine Gefahr, die Einschränkung staatlicher Regulierungshoheit. Das haben Sie jetzt ja schon mehrfach mitgekriegt. Kein Staat kann dann mehr alleine den Bankensektor regulieren, wie die USA und die EU das ja nach der Finanzkrise getan haben, so wenig, aber immerhin. Kein Staat kann dann mehr alleine die Größe von Unternehmen, von Banken oder Supermärkten limitieren oder die öffentliche Dienstleistung schützen oder einzelstaatliche Standards im Verbraucher-, Arbeits- oder Umweltschutz definieren. Jetzt ist es ja schon bei TTIP und bei CETA so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen, dass die ganzen demokratischen Regulierungsmöglichkeiten eingeschränkt werden sollen. Um das zu kaschieren, ist jetzt sowohl bei CETA als auch jetzt bei TISA eine wunderbare Klausel mit eingeführt worden, die heißt Right to Regulate, also das Recht zur Regulierung. Und da denkt man ja zunächst, ja, jetzt ist alles wieder in Ordnung, die Staaten können ja. Ne? Aber die Staaten können nur noch regulieren in diesem Bereich nach TISA-Regeln, nicht nach irgendwelchen demokratischen Vorstellungen. Also beispielsweise dürfen staatliche Regulierungen nicht diskriminierend sein. Sie müssen legitimen öffentlichen Wohlfahrtszielen dienen, wer immer definiert, was legitime Wohlfahrtsziele sind. Und sie dürfen nicht offensichtlich exzessiv sein. Also bestenfalls, wenn der gesamte internationale Standard quasi das nahelegt,
dann nur darf man irgendwelche Regulierungen vornehmen. Machen wir mal ein Beispiel, der jetzt nicht unbedingt TISA-affin ist, sondern eher CETA-affin, Atomausstieg. Ist demokratisch beschlossen worden in Deutschland, entsprach aber nicht dem internationalen Standard. Würde künftig nicht mehr gehen. Oder Verbot von Gentechnik entspricht nicht dem internationalen Standard. Das wollen wir halt jetzt nicht in Europa oder in Deutschland. Verbot von Patenten auf Leben. All diese Dinge würden nicht dem internationalen Standard entsprechen und wären dann nach Definition offensichtlich exzessiv. Also, trotz Right to Regulate, deshalb nenne ich das eine Teilkapitulation, haben wir eine weitgehende Begrenzung demokratischer Gesetzgebung. Also Sie merken wiederum, was übergriffig heißt bei Handelsverträgen. Das geht weit, weit über Handelsfragen hinaus. Gefahren drohen auch im Kleingedruckten. Standstill-Klausel wird generell vorgeschrieben für TISA, wie auch schon bei CETA und bei TTIP. Standstill-Klausel bedeutet, der Grad der Regulierung wird zum Zeitpunkt des Abschlusses von TISA eingefroren. Es kann dann nie mehr weiter reguliert werden als zu diesem Zeitpunkt. Die Regulierung kann nur noch nach unten gehen, nicht mehr nach oben. Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das zeitlich befristet, oder? Nee. Ja, was heißt zeitlich befristet? Das ist die Frage, wie lange gelten solche Freihandelsverträge? Die haben eine Kündigungsklausel. Trotzdem werden wir aus europäischen Freihandelsverträgen nie rauskommen, weil dieser Kündigungsklausel dann wiederum 28 Staaten zustimmen müssen. Also das ist das Problem bei allen Freihandelsverträgen, die die EU abschließt. Das kann Deutschland dann nicht mehr alleine kündigen. Ja? Und dadurch gilt es quasi, naja, ad infinitum. Also oben und unten sind die verschiedenen Ebenen, das ist richtig. Also wenn Sie Mitte des Jahres TISA abschließen und Sie haben dann im Versicherungs-, im Bankenbereich eine bestimmte Regulierung erreicht, dann dürfen Sie als Staat darüber nie mehr hinausgehen. Sie können dann nur noch deregulieren. Das sagt diese harmlose Standstill-Klausel. Also der Staat kann eigentlich die Regeln immer nur nach unten regeln. Also die Unternehmen müssen immer freier werden, können nicht stärker gebunden werden. Und die Ratchet-Klausel haben Sie schon kennengelernt. Was mal privat war, nie mehr öffentlich. Das geht aber noch weiter. Wenn wir jetzt in Europa Regierungen haben, die Lust haben, sage ich mal, an einer weiteren Deregulierung, dann dürfen folgende Regierungen diese Deregulierung nie mehr zurücknehmen. Also Sie merken, wie die Demokratie eingeschränkt wird. Ne? So, und dann noch die Meistbegünstigungsklausel, die die wenigsten verstehen. TISA-Staaten haben den Anspruch auf die jeweils großzügigste Regelung, die irgendein TISA-Land irgendeinem anderen Land gewährt hat. Also machen wir ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade CETA abgeschlossen. Alle Regelungen, die in CETA drinstehen, gelten jetzt automatisch für die weiteren 22 Staaten, die bei TISA beteiligt sind. Ne? Also da ist dann USA auch wieder mit dabei. Die müssen dann TTIP gar nicht abschließen. Sie kriegen über TISA, jedenfalls im Dienstleistungsbereich, automatisch die ganzen CETA-Regelungen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch wieder eine Regulierungskooperation. Auch das kennen Sie schon von CETA und von TTIP. Das heißt, eine Regulierungsbehörde, die sich zusammensetzt aus diesen 50 Ländern plus der Wirtschaft, und der sind dann künftig alle Gesetzesvorlagen mit Regulierungsinhalten vorab vorzulegen. Vorab heißt,
es in die Parlamente geht. Also Sie merken, was da im Kleingedruckten so alles drin ist. Ne? Da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Wie bei CETA haben wir auch hier eine sogenannte Negativliste statt einer Positivliste. Das heißt, es wird alles liberalisiert, was nicht ausdrücklich auf einer Negativliste ausgenommen wird. Bei einer Positivliste, die es bei GATS noch gab, musste man definitiv hinschreiben, welche Bereiche will ich künftig liberalisieren. Jetzt geht es andersrum. Ne? Und das ist dann ein Problem, insbesondere wenn es um künftige Dienstleistungen geht, die wir heute noch gar nicht kennen. Denken Sie mal an den ganzen Internetbereich. Was wissen wir, was künftig für Dienstleistungen auf uns zukommen, die wir gerne regulieren würden, die wir gerne vielleicht in den öffentlichen Bereich eingliedern wollten? Können wir aber nicht, wenn wir sie nicht auf die Negativliste geschrieben haben. Und wie wollen Sie was auf die Negativliste schreiben, wenn Sie es noch gar nicht kennen? Na? Alles, was man nicht kennt, ist automatisch dabei. Das bedeutet die Negativliste. Also Beispiel, hätte man heute schon Teaser, dann dürfte man zum Beispiel, wenn die Politik überhaupt wollte, Unternehmen wie Facebook oder Google oder Uber oder Amazon überhaupt nicht mehr regulieren. Weil die würden dann alle schon Teaser unterliegen und dann dürfen die Staaten nichts mehr machen. Das bedeutet eigentlich diese Negativliste. Ne? Weil diese Dinge kannten wir ja, ich sag mal, 10 Jahre früher noch überhaupt nicht. Ne? Nur damit Sie da mal Beispiele haben. Fazit. Können Sie überhaupt noch? 10 Minuten brauche ich noch oder 5 bis 10 Minuten. Also das Muster dieser Freihandelsabkommen ist immer dasselbe. Also wenn Sie CETA kennen und TTIP gekannt haben, dann verstehen Sie auch TISA. Es geht immer um eine Hyper-Deregulierungs- und Privatisierungsagenda. Neoliberalismus lässt grüßen, ne? Standards für Verbraucher, Arbeits-, Daten- oder Umweltschutz sollen harmonisiert werden, möglichst nach unten. Man könnte es ja auch nach oben machen, aber das ist nicht das Ziel. Zugang transnationaler Konzerne zu öffentlichen Dienstleistungen, möglichst durch Privatisierung. Einschränkung der staatlichen Regulierungsmöglichkeiten, das haben wir ausführlich kennengelernt. Es gibt zwar hier keine Klagemöglichkeiten für Unternehmen gegen Staaten, aber intensive Beschwerdemöglichkeiten zwischen Staaten vor der WTO, Streitschlichtung. Wegen Marktzugang, Nichtdiskriminierung, Fair and Equitable Treatment und, ne? Haben wir auch kennengelernt. Und wenn man diese Freihandelsverträge verfolgt, dann arbeiten die nach dem Hydra-Prinzip. Sie kennen ja dieses kleine Wassertierchen. Wenn Sie dem einen Kopf abschneiden, wachsen gleich 2 nach. Ne? Genauso ist das mit diesen Freihandelsverträgen. Man dachte jetzt, TTIP sei man los. Aber die meisten Regelungen, die in TTIP drin waren und die jetzt vielleicht nicht kommen, haben wir jetzt in TISA. Und die, die dann noch nicht drin sind, die kommen in den Vertrag mit Japan rein, den die EU-Kommission gerade verhandelt. Und. Ne? Und Sie haben schon mitgekriegt, TISA ist genauso wie CETA und TTIP von Grund auf undemokratisch und intransparent. Die Vorbereitungen zur TISA sind zu über 90% durch Dienstleistungslobbys gemacht worden. Die Beamten in der EU-Kommission wissen im Zweifel nicht, was sie verhandeln. Die führen aus, was ihnen die Lobbys sagen. Geheimhaltung ist Prinzip bis 5 Jahre nach Vertragsabschluss. Wir kennen bisher nur Leaks, noch nicht mal Leseräume für Abgeordnete. Wenn Sie irgendeinen Abgeordneten fragen, der weiß von nichts. Aber er kümmert sich auch nicht drum.
Und dann freut man sich, dass man in den Leaks Transparenzvorschriften findet. Und stellt dann aber fest, die Transparenzvorschriften, hätte einen ja auch gewundert, wenn geheim verhandelt sind, die gelten nicht für die Öffentlichkeit, sondern Transparenzvorschriften gelten nur für Staaten gegenüber Unternehmen. Das heißt, Staaten müssen Unternehmen immer ganz transparent informieren, was künftig beabsichtigt ist. Ne? Regulierungskommission und so weiter. Also unglaublich. Und Parlamente, das kennen wir jetzt auch schon von CETA, dürfen nur nach Verhandlungsende sich äußern, aber nur noch mit Ja und Nein. Sie können den Vertrag nicht verändern. Ob Länderparlamente zustimmen dürfen, ist bezüglich TISA noch offen. Und nach dem Beschluss durchs Europaparlament wird es natürlich auch bei TISA die sogenannte vorläufige Anwendung geben, die es jetzt ja auch ab nächsten Monat für CETA geben wird. Also man schafft schon mal Fakten, ehe vielleicht irgendwann mal die nationalen Parlamente beschließen dürfen. Und zusammenfassend kann man sagen, die Vorteile, jedenfalls die volkswirtschaftlichen, sind minimal. 0,1% Wachstum. Arbeitsplätze werden mit Sicherheit eher zurückgehen als hochgehen. Die Beispiele haben Sie ja gesehen. Aber die Gefahren und die Vorteile gelten eigentlich nur für transnationale Dienstleistungskonzerne. Ne? Deren Interesse wird dort umgesetzt. Die Gefahren sind aber immens und die betreffen uns alle. Und bedroht sind, nur noch mal zusammenfassend, die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge, die Kultur, die Stabilität der Finanzmärkte, Arbeitnehmerrechte und Arbeitsplätze, Verbraucher- und Datenschutz, Umwelt- und nationale Energiepolitik und die gesamte demokratische Gesetzgebungshoheit. Und nochmal die Frage, warum macht die Politik da mit? Weil verhandeln tun ja nicht Konzerne. Verhandeln tun unsere, ich sag mal, Angestellten in Brüssel. Ne? Und weil die Politik dort mitmacht, ist auch hier wiederum das Engagement der Zivilgesellschaft dringend erforderlich. Es ist ein Skandal, dass so weitgehende Abkommen völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt werden. Und die Folgen, wie gesagt, können von TISA gravierender sein, als sie von TTIP gewesen wären. Also wir brauchen den Druck der Zivilgesellschaft, ähnlich wie bei TTIP mit Unterschriftenaktionen, Demos, Briefe an Abgeordnete und, weil wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir die Verträge auf den Tisch kriegen, das könnte in einem halben Jahr oder in einem Jahr sein, dann ist maximal noch ein halbes Jahr, bis die Politik entscheiden muss. Also wir sind schon spät dran. Und man kann eigentlich nur sagen, Finger weg von der Daseinsvorsorge, von der Kultur, keine Absenkung von Standards, weder bei Arbeitsschutz noch bei Datenschutz oder bei Umweltschutz. Und kein Zurück mehr bei der Bankenregulierung. Abschließend nur noch kurz die Frage angeschnitten. Gerade jetzt in der Diskussion mit Trump hören wir ja immer, ach, hätten wir doch TTIP abgeschlossen. Und wie froh sind wir, dass wir CETA abgeschlossen haben. Gerade jetzt vor 4 Tagen konnten Sie das lesen. Das EU-Parlament sagt jetzt, wie gut, dass wir CETA abgeschlossen haben gegen Trump. Ne? Natürlich ist klar, einen Populismus, einen Nationalismus und einen Protektionismus à la Trump, die müssen abgelehnt werden. Mit denen haben wir in den 30er Jahren extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Keine Frage. Nur lassen wir uns nichts vormachen. TISA, CETA oder TTIP sind eben nicht die Lösung. Die sind Teil des Problems. Was wir wirklich bräuchten, ist ein fairer
Welthandel mit fairen Entwicklungsmöglichkeiten für Entwicklungsländer. Ein besserer Schutz für Globalisierungsverlierer haben wir Trump zu verdanken, dass die Globalisierungsverlierer mal wirklich ins Gespräch gekommen sind. Die gibt es aber nicht nur in den USA im Rust Belt, die gibt es auch in Europa zuhauf. Wir brauchen eine Sicherung unserer Standards und eine Höherentwicklung. Denken Sie gerade mal an den Bereich Umweltschutz. Wie wollen wir denn das Paris-Abkommen umsetzen, wenn wir nicht die Standards im Umweltschutz erhöhen? Die sollen aber eingefroren werden. Das heißt, wir müssen eine Globalisierung haben und Verträge zur Globalisierung, wo eben sichergestellt wird, dass Arbeitsschutz, Verbraucherschutz, Daten- und Umweltschutz angepasst werden dürfen, sogar sollen, und zwar nach oben, nicht nach unten. Und wir brauchen weiterhin eine sichere Regulierung des Finanzsektors, und zwar inklusive des grauen Finanzmarktes und des Bereichs Versicherungen. Und wir haben noch viel zu wenig getan in dem Bereich. Das heißt, wir müssen den Finanzsektor noch weiter regulieren. Und wir brauchen einen wirksamen Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge und der kulturellen Vielfalt. Da muss es hingehen, nicht in Richtung Freihandelsabkommen. Und natürlich brauchen wir ganz dringend eine Erhaltung der demokratischen Gestaltungshoheit. Woran krankt denn Europa heute? An einem Defizit der Demokratie. Und wir werden über Freihandelsverträge das Defizit der Demokratie dramatisch erhöhen und wir kommen dann nicht mehr politisch raus. Na, in Europa könnte ja das Europaparlament endlich mal was Vernünftiges beschließen. Wenn wir diese völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen haben, Ihre Frage von vorher, dann kommen wir da nicht mehr raus und sind dann die Hände gebunden. Aus der Revolution. Ich glaube, damit habe ich Sie jetzt genügend beaufschlagt. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.